Champions League im Tischtennis. Die Partie BTK Kalmar, Meister von Schweden, gegen den Dauerbrenner aus Belgien, Royal Viet Charleroi. Und das nächste Match, Jean-Michel Saeff, den Mann, den wir gerade gesehen haben, gegen Magnus Wahlgren. Saeff für Charleroi, klare Sache. Der belgische Tischtennisspieler schlechthin. Und Magnus Wahlgren, Eigengewächs aus Kalmar, der zwar in der Weltrangliste fast 100 Plätze hinter Saeff liegt, aber das machte ihm mal wieder gar nichts aus. Den ersten Satz gewann er nämlich mit 21 zu 18, der Magnus Wahlgren, und führt auch hier im zweiten Durchgang mit 9 zu 5. Magnus Wahlgren hatte schon in der vergangenen und in der vorvergangenen Champions League Saison gezeigt, dass er keinen großen Respekt vor großen Namen hat. Hat Spieler geschlagen wie Christoph Legou, den Franzosen, wie Kalinikos Krianga, den für Ochsenhausen spielenden Griechen und so weiter und so fort. Und auch Jean-Mi, so ja sein Spitzname, tut sich sehr, sehr schwer gegen den 26-jährigen Schweden, der es nie geschafft hat, in den Kreis der Nationalmannschaft aufzurücken. Kein Wunder bei so Leuten, die da vor ihm sind, wie Waldner, wie Persson, wie Karlsson. Aber ist ein harter Arbeiter und zumindest für seinen Verein ein sehr, sehr wertvoller Spieler. Obwohl er gar nicht spektakulär spielt, das haben Sie in diesen wenigen Ballwechseln schon gesehen. Dafür aber, wenn er gelassen wird und das Spiel diktieren kann, sehr sicher Magnus Wahlgren, ehemaliger schwedischer Jugendmeister und durch seine guten Leistungen in der Champions League hat er sich auch in der Weltrangliste stark verbessert. Über 50 Plätze im Vergleich zum vergangenen Jahr. Er kratzt so allmählich am 100er Bereich, aber das ist natürlich gar kein Vergleich zu einem Mann wie Jean-Michel Saeff, der aktuell die Nummer 14 im Ranking ist. Aber was nutzt ihm das? Halleluja, denkt er sich da. Er findet noch nicht das richtige Konzept gegen Magnus Wahlgren. Saeff, einer der größten Spieler der 90er Jahre, aber leider blieb ihm der ganz, ganz große internationale Titel versagt. Vize-Europameister 1992 bereits in Stuttgart, da verlor er gegen Jörg Roskopf im Finale. Vize-Weltmeister ein Jahr später, 93 in Göteborg. Und das, was von ihm in den Tischtennis-Geschichtsbüchern übrig bleiben wird, ist eine andere beeindruckende Zahl. Er war nämlich Mitte der 90er Jahre nicht weniger als 15 Monate am Stück. 515 Tage sind es genau, die Nummer 1 in der Tischtennis-Weltrangliste. Aber trotzdem hat es nie zum ganz, ganz großen Einzeltitel gereicht. Wahlgren macht das sehr, sehr geschickt. Wann immer sich die Möglichkeit bietet, ergreift der Schwede die Initiative. Und der große Reaktionsspieler war Jean-Michel Saeff eigentlich noch nie, auch wenn er hier in der Ballonabwehr den Punkt macht. Saeff hat immer von seiner guten Beinarbeit gelebt, davon, dass er auch gegen die Allerbesten der Welt es häufig geschafft hat, das Spiel zu diktieren. Aber mit den Jahren ist der Schwede natürlich auch etwas langsamer geworden. 31 ist er inzwischen und vor allen Dingen haben sich die anderen in der Weltspitze weiterentwickelt. Er ist stehen geblieben. Und deshalb gehört er halt nicht mehr zu den Top 10 der Welt.
Aber Sev führt, wenn auch nur knapp mit einem Punkt. Mitte des Satzes, leichte Vorteile für Wahlgren. Jetzt, wo die Partie dem Ende entgegengeht, hat sich das ein bisschen geändert. Die geballte Faust bei Jean-Michel Sev, der sehr viel Effet in diese Bälle gebracht hat. Und somit Magnus Wahlgren zum Fehler verleitet hat. Sie sehen das, wie kräftig Sev diese Bälle hochreißt. Da sitzt unheimlich viel Rotation drin. Und damit kam Wahlgren dann beim entscheidenden letzten Ball nicht mehr klar. 16-14 für den mehrfachen Sportler des Jahres in Belgien. Möglichkeit also zum Satzausgleich und dazu einen alles entscheidenden dritten Durchgang zu erzwingen. Das wäre natürlich auch für Charleroi ein extrem wichtiger Sieg. Das wäre schon die halbe Miete für die Belgier, wenn Sev gegen Wahlgren gewinnen würde. Und diesen Punkt hatten die Belgier natürlich auch einkalkuliert. Das muss man ganz klar so sagen. Man weiß zwar um die Stärke von Wahlgren, der auch vielen, vielen Spielern aus den Top 20 der Weltrangliste schon die Stirn geboten hat. Aber trotzdem war das vor dieser Partie so etwas wie ein Pflichtpunkt. Aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr vorherzusagen, wer das Match gewinnt. Jetzt punktet Magnus Wahlgren mal mehrere Meter hinter dem Tisch. Eigentlich viel zu lang der Return des Schweden gerade. Aber Sev kann daraus kein Kapital schlagen. Ganz im Gegenteil, er schupft und das ist ein Riesenfehler zu diesem Zeitpunkt gewesen. Und lädt Wahlgren praktisch dazu ein, in den Angriff zu gehen. 17 beide. Und auch den nächsten Punkt macht der Schwede. Sev mit einem langen Aufschlag. Auch das mehr oder weniger eine Einladung. Der Belgier scheint in dieser Phase konzeptlos zu werden. Und auch den nächsten Punkt macht Magnus Wahlgren natürlich. Ja, und allerhöchste Zeit für den Coach von Charleroi eine Auszeit zu nehmen. Ich hätte es schon früher getan an seiner Stelle. 19-17 für Magnus Wahlgren. Ob diese Auszeit was gebracht hat, werden wir in den nächsten Sekunden sehen. Aber den nächsten Punkt macht der Schwede ebenfalls. Und zum Jubel der Zuschauer in der Sporthalle von Kalmar erarbeitet sich Magnus Wahlgren 3 Matchbälle. Fantastisch. Magnus Wahlgren schafft es also wieder einmal eine große Überraschung perfekt zu machen. Besiegt Jean-Michel Sev am Ende relativ klar in 2 Sätzen und bringt Kalmar